Hallo ihr Süßen, ich habe euch heute Überlass mir die Zügel von Vanessa Vale mitgebracht. Das ist der dritte und abschließende Band einer Reihe und für mich der mit Abstand beste Teil dieser Reihe. Ich bin gespannt, was ihr so sagt. Süßen, ich habe euch heute Überlass mir die Zügel von Vanessa Vale mitgebracht. Das ist der dritte und abschließende Band ihrer Junggesellenversteigerungsreihe. Ich habe es ohne Versprecher geschafft. War ich gerade stolz auf mich. Also die Bände sind abgeschlossen, aber ich würde euch trotzdem dringend dazu raten, sie nach der Reihe zu lesen, sonst fehlt euch einfach Info. Thatcher will keine Bindungen. Niemals. Er hat Sex und das nicht so knapp, aber eine Beziehung. Nicht in 100 Jahren. So groß ist seine Angst, sich an jemanden zu binden und die Person dann zu verlieren. Als auf der Junggesellenversteigerung ausgerechnet von der alten Bibliothekarin ersteigert wird, hält er das für Pech. Er hat auf eine heiße Nummer mit einer willigen jungen Frau in seinen Armen gehofft. Doch sie hat ihn nicht für sich ersteigert, sondern für ihre Großnichte, Astrid. Astrid braucht dringend ein Date für die Hochzeit ihrer großen Schwester. Ihr betrügerischer Ex ist der Trauzeuge und sie ist sowieso die Lachnummer der Familie. Das schafft sie einfach nicht allein. Ihre Großtante hat ihr einen Mann besorgt, allerdings ist es ausgerechnet Thatcher Manning. Niemand wird jemals glauben, dass er ihr Date ist. Astrid tat mir furchtbar leid. Wenn man mehr und mehr mitbekommt, wie schrecklich sie von ihrer Familie behandelt wird, wie verächtlich und verletzend sie sind, sie reduzieren sie auf ihr Äußeres. Und die Tatsache, dass sie sich weigert, ein kaltes, leeres, reiches Leben zu führen, wie sie es tun. Astrid lebt nicht von ihrem Treuhandfonds, sondern von ihrer geliebten und sehr erfolgreichen Bäckerei. Doch genau das ist es natürlich auch wieder, was ihre Familie so sehr verabscheut. Sowieso macht Astrid immer alles falsch. Ich wollte denen wirklich allesamt einen Baseballschläger über den Schädel ziehen. Die sind schrecklich. Wie sie über Astrid reden, wie sie sie behandeln. Ich könnte wirklich aus der Haut fahren. Thatcher lässt sich darauf ein, Astrids Fake-Date für die Hochzeit zu sein. Und mehr. Er spielt ihren Freund. Aber ist das wirklich alles gespielt, wenn er sie mehr begehrt als jede andere Frau, die er je gekannt hat? Zählt es noch als Fake, wenn sie ihn jede einzelne Minute umhaut und bezaubert? Wenn er alle anderen Männer zusammenschlagen will, die sie bloß ansehen? Ist es Fake, wenn sie wenn ihre Küsse ausreichen, dass er fast kommt? Beide, Thatcher und Astrid, schleppen einiges an Ballast mit sich herum. Thatcher hat sehr jung seine Eltern verloren und hat seitdem Angst zu lieben, weil er nicht noch einen Verlust ertragen könnte. Deswegen stürzt er sich in belanglose Affären und One-Night-Stands. Astrid wurden so viele Komplexe eingeredet, dass es kein Wunder ist, dass sie sich ängstlich und schüchtern verhält. Sie glaubt, Liebe existiert nicht. Wer könnte ihr auch verübeln, so zu denken? Ich mochte die Reihe ja wirklich gern, aber Band 3 fand ich mit Abstand am besten. Thatcher und Astrid waren mir total sympathisch und taten mir gleichzeitig auch sehr leid. Andererseits konnte ich ihre Handlungen immer nachvollziehen. Ja, manchmal trafen sie nicht eben die klügsten Entscheidungen, aber es gab in meinen Augen kein unnötiges Drama oder Rumgezicke oder ähnliches. Beide haben ihre Probleme und die führen wiederum zu Schwierigkeiten. Aber sie verbeißen sich nicht total darin. Mich haben sie nicht wütend gemacht. Ich habe ihnen einfach die Daumen gedrückt. Von mir bekommt das Buch volle 5 Sterne. Das war's dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und macht's gut und bis bald. Tschüss!